Und hallo ihr meine lieben Leute. Und hallo. Eine Woche vergangen. Und was eine Woche vergangen wäre, ja gut, wieder Montagmorgen. Ihr hört es, der Ton hat sich um einiges verbessert. Wir haben den Ton sehr runtergeschraubt von LS 15. Und wir haben heute vor, runterzufahren zu den Kühen. Und weiter gucken, wie es da aussieht mit dem Mist. Dann werden wir dies jetzt tun. Was? Dann werden wir dies jetzt tun. Ja, genau. Dies jetzt und tun. Bisschen Deutsch, oder? Ein bisschen Deutsch. Ich dachte, das war halb Deutsch jetzt. So halb tun Deutsch. Nee, ich wundere mich das auch noch nicht. Ein bisschen deutlicher sprechen. Der Herr neben mir hatte noch keine Zeit gefunden zu. Die Karren werden noch nicht sauber gemacht. Schluss ist dann im Gelände. Aua. Bei mir wurde ja strikt sauber gefärbt. Oh, das kann ich ausgucken. Das wollen wir nicht. Und der BMW mal wieder so da war. So, das da ein Hitkind ist, oder? Produktivität ist 70%. Warum ist das auch immer so viel? Ist auch null. Hä, aber wieso ist die auf 70% gestiegen? Das wäre zwar anders gewesen. Die ganze Zeit war es auf 35%. Weiß ich. Hä, wieso steht denn da Milchtank? Endlich da. Steht euch wo Milchtank rum? Das komische blaue Ding da. So. Was ist das da? Kann ich da Milch abzapfen? Da steht da eine Kuh drin, oder bin ich blind? Nee, nicht. Das ist jetzt Zollschütze. Kann ich hier Milch abzapfen oder was? Nö. Aber wieso steht da so, dass ich da Liter drin hab? Wen interessiert denn das? Die Milch wird hier irgendwie normal rausgeholt, dann hier drin gespeichert und dann um 0 Uhr 0 gekauft. Verkauft, ja. Aha. Oh, das ist Magic. Ordentlich. Das ist ja der Hammer. Ich hätte es gedacht, man kann, kriegt das jetzt in so einen schönen Tank rein. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Sollen wir jetzt den Kühen noch mehr Strom geben? Oder was gibst du den Kühen denn alles? Ich mache eine Mischung zwischen also Stroh, Korn. Dann mach doch diese Mischung mal hier. Gut, diese Mischung hier. So, wo haben wir den hier? Ach, den ich auch. Suchst du jetzt? Das rote? Da sind gerade zu gerade auf Weg. Ja. Sag mal, bin ich blind? Hä? Der ist doch da. Wo bist denn du? Wo willst du hin? Du hast ihn letztes Mal da abgestellt. Da ist er doch geradezu. Ach, da hinten. Oh, ja. Oh, Alter. Das ist harter Tobak. Das ist harter Tobak. Orientierungsverlust. Oh, Alter. So, komm mal her. Und deine Mischung tust du bitte davon reinmachen. Und der ist leer. Nice. Das ist ja nicht richtig. Aber erstmal bei. Erst Schultertaste drücken und dann Dreieck, weißt du? Nicht vorher. Das passiert mir auch immer, dass ich einen Schock lande. Weil sonst haben wir weiß nicht, wo du hier die Schultertaste hast. Das hier nennt sich Schultertaste. Die hier beide. Das sind die Rückentasten, das sind die Schultertasten. Sind das die Bumper. Was? Rechter Bumper, linker Bumper. Das ist ja bei rechte Xbox. Taste, linke Taste. Das ist bei Xbox auch eine Bezeichnung. Und da ist der Strom, rechts neben dir. Wo willst du hin? Also, wo? Ich wollte hier so drehen. Das war aber ich check's nicht geplant. Du, egal, wir haben jetzt schon so lange gezockt wieder zusammen, ja. Und du checkst manchmal gar nichts. Und das war so ein kleines Fahrzeug. Das ist harter Tobak, das ist harter Tobak. Willst du dir entschuldigen, weil die Karre dreht ist, oder was? Warum will ich die Karre drehen? Rund um Leuchte. Das ist Village übrigens. Was du da siehst. Ich dachte, eine Strohballe kommt rein. Das ist Gras. Eine Grasballe. Oder Gras, ja. Dann kommt eine Strohballe und Silage rein. Alle drei Sachen! Na klar! Und denkst du, ich packe gleich rein? Es ist ja warm. Das kann man auch locker machen, da muss ich jetzt nicht so hart ranfahren. Doch. Ich muss ihn auch wieder ordentlich. Rausziehen, erstmal nur rausziehen. Du kannst dann zuwarten. Na gut, funktioniert eigentlich. Du musst jetzt nur schräg machen. Gut, alles klar. Du machst es ordentlich. Ein wahrer Bauer hier. Bitte am besten nur hoch, dass die Kamera das immer sehen kann. Und der Papier.
Heizkalter! Ey, der fährt auch richtig, richtig krass nah ran. Also näher kann man gar nicht ranfahren an dem Ding. Das ist echt top. Ja, so nah wie möglich. Würde die Ball auch definitiv da reingehen. Kann ich dir jetzt auch noch sprechen, dass das Problem kam, weil du musst erstmal wieder ein bisschen ausfahren. Sonst ist das mega scheiße. Ja, so. So bleibt er eigentlich auch aus Prinzip. Wenn man nicht so mega nach krass anfährt. Sorry, ich war ein bisschen. Mann. Erst rausziehen, rausziehen, rausziehen und dann kannst du auch nicht mehr. Immer von da wegziehen. Das ist die Hauptsache. Kann den schon anschrecken. Ich bin hoch, ich bin hoch. Ja, es ist okay, es ist okay. Tisch. Ja, Schweiß, lass weg hier. Die Buchte ist voll. Rausfahrt du also. So extrem rausfahrt, das ist unehrlich. Achtung, kommt am Boden. So viel Platz und du musst so nah an die Beine fahren. Du warst auch so nah dran, ich will. Ja, das habe ich immer außersehen gemacht, weil ich so bescheuert war und nicht dran gedacht habe. Original getreu abstellen. Naja. Naja. Du musst sogar extra den Schwader rauspacken, damit der Strohplatz da drin. Das ist Stroh. Also wie gesagt. Der Stroh. Du musst extra der Stroh. Ja. Ich hab gesagt, extra das Stroh. Nein, der Stroh. Ich hab dir jetzt nicht gesagt, ich hab extra der Stroh weggefahren. Dann wäre ich mir selber blöd. Das hätte ich gehört. Ich guck mir das Video an. Ich guck mir das Video an, Kollege. Leute, schreibt in die Kommentare, was ich gesagt habe vor ein paar Minuten. Warum du? Sekunden, Mama Mia. Eine Minute, ja. Ach, eine Balle hast reingefallen, das sind nur 50% von Stroh und Holz. Das wird dann gleich 37. Noch weniger. Alter! Was ist das denn für eine Druselmischung? Ach, alles gleicht sich aus. Ne, 33,33. Ja, so. Halt ein bisschen verschätzt. Lass mal noch ein bisschen mischen hier. Das ist gut, gut. Der kennt sich auch mit dem coolen Fahrzeug. Bitte da vorne, nicht hier, da vorne. Da vorne, okay, da vorne. Da vorne. Aber die Mischung sieht besser aus. Als der vorne direkt. Sieht eigentlich gleich aus. Nein! Warum siehst du diese Scheiße nicht? Ich kann alles dir hinstellen. Ich kann es dir zehnmal zeigen. Du musst gegen die Dinger fahren. Alter, wie oft ich jetzt schon die verschieben musste, alle. Oh. So. Ist da, Kinder. Hat doch alle auf. Kühe sind ordentlich. Hoffentlich kommen wir alle, ich weiß nicht, dass die alle außen rumgehen mit den scheiß Fressen. Ja, ja, komm. Maul rein. Kannst auch viel weiter. Ist egal, der macht selber Stopp. Der schreibt dir, da kommt eine Ausschrift. Die Tiere sind bis 5 Tage, schon kommt da irgendwann. Und irgendwann ist das Ding voll. Der schluckt nicht unendlich. Was soll ich schon ausprobieren? Okay, Hans. Wir wollten aber auch noch an dem Let's Play, wir haben das jetzt hier erstmal gemacht, dann wollen wir jetzt... Du weißt schon, wo die Kamera stand, du bist gerade dreimal vorbei geworden. Gut, wir wollen jetzt mal versuchen, noch mehr Schafe zu kaufen. Wir haben jetzt 100 Schafe schon. Wir wollen mal schauen, wie viele Schafe... Ich werde es mal erweitern auf 100 Schafe. Ich dachte mir jetzt so, jede Folge erweitern wir um 100 Schafe. Du brauchst jetzt aber nicht extra dahin zu kuddeln. Da wollen wir uns auch versuchen. Gut. Wir haben 100 Schafe und wir besorgen uns jetzt die 200 Schafe. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, du musst 102 Hühner haben. Weil im Shop steht, ich habe 100 Hühner und in der Statistik steht, ich habe 101 Hühner. Und du hast gesagt, im Shop steht bei dir 101 Hühner. Hm. Oder auch so wie bei mir. Bei dir. So wie bei mir. Mit dem Hahn, nicht? Ne? Mit dem Hahn. Ja, mit dem Hahn sind 201 Hühner. Mit dem Hahn. Wir haben so viele Hühner und keine Hahn. Nein, ein Hahn. Ja. Sind wir am Ende. Ich drück weiter in die Geschichte. Du willst, brauchst nicht für jedes Huhn ein Hahn. Ich dachte, wenn ich schon 10 Hühner ein Hahn. Alter, ist ja mal krass. Nee.
Ist noch ein bisschen. Das ist dann der Obermacker. In der ganzen Geschichte. Oh, Alter. Ja, das klingt krass. Ich schütze das so mega ab jetzt gleich. Aber wir können trotzdem auch hoch joinen. Zu den Schafen, bitte. Das wäre nicht schlecht. Ich muss gerne wissen, weil wir wollen. 30.000 Attacken, toll, Alter. Okay. Jetzt will ich wissen, wie die Wolke da aussieht. Schon wieder ein ganz schön großes Paket da. Fehlen noch zwei. Ja. Aber es geht schneller, seitdem ich so viele Schafe habe. Also umso mehr Schafe, umso schneller geht die Aktion. 56%. Was? 56%? Ja. 1133 Klavole. Hi. Wenn hier mal so 200 Schafe stehen würden. Kommt wir ja nicht ran, wie dem ist. Der überrennt die gleich. Ah, hier hätten wir auch noch. Nee, ist noch genug drin. Das denn? Denn der reitet auf die auf den Tieren oder was? Und ja. Ich finde das so geil, wenn die hier fressen. Guck mal. Die tun ihr Maul so übelst reinstecken. Guck mal. Hör mal auf. Guck mal jetzt. Dreht sich einfach illegal. Jetzt. Nee. Die drücken richtig ihren Kopf rein. Da siehst du die Birne gar nicht mehr. So, komm mal her, wir scheren jetzt noch. Ja, wir wollten eigentlich auch noch machen. Wir wollten düngen. Dieser wunderschöne Maschine, die auf der Xbox nicht existiert und Zafo leider nicht hat, und wollte hier dieses Fahrgefühl genießen. Und wir düngen jetzt einfach mal ein kleines Feld, was hier steht. Rechts. Und das muss ein bisschen flott gehen, weil wir nur noch 3 Minuten haben. Dafür. Wir düngen einfach mal im Kunde. Die Dinge müssen wir das aufhören oder gibt es den Händler? Der Erfahrung hat. Also. Ja. Ui. Das ist ein klappt die nochmal auf. Also. Mach mal ganz weit die Ansicht. Ich glaube, dafür gibt es keine Händler. Fahren wir noch ein bisschen mehr. Mann, das ist mehr. Ne, müssen wir auffüllen. Zuklappen und auffüllen. Schnell. Komm, fahre. Mensch, gib Gas. Du musst doch jetzt nicht umreißen. Du wisst doch, wo das ist. Das ist offen. Ja, nicht über soll's. Das war noch so lange. Ja, alles kostet hier Geld. Ey. Nicht sonst, wenn man aber eins seinen eigenen Bauernhof oder sowas stehen hat. Hey! Warum sollte denn? Ja. Haben wir es dann? Hi. Flubo. Die Folge nennen wir definitiv meine Mischung. Definitiv. Deine Mischung. So, jetzt kommt Paare. Hat dabei auch schon aufklappen, also du klappst auf und tue es dabei so schnell wie möglich. Wahnsinn. Dann gucken, wer schneller aufgibt, ob der schneller aufklappt. Hat funktioniert. So, dann setzt du mal an. Ja, ein bisschen darüber noch. Können auch ein bisschen daneben machen. Naja, also, das ist das Ende von dieser Folge. Du musst doch langsam mal hin machen, nicht so diesen Abstand machen. Ich drück doch mal L1. Komm! Los. So, und hier seht ihr dieses Gerät in Aktion. Das ist doch wunderschön. Drehen wir ein bisschen. Zeig mal vorne. Das sieht wunderschön aus. Ich weiß nicht, ob das viel bringt, aber naja. Beschützt deine Pflanze. Dünger schützt. Eigentlich du düngen, wenn du düngst, wächst es schneller, aber ich muss nicht, dass es schützt. Aber okay. Es sieht so komisch aus. Und hilft einfach. Wir bedanken uns, dass ihr wieder bei uns da wart. Und ich hoffe, dass ihr. Das ist geil, jetzt düngst du mit drüben. Das wächst dann logisch schneller dann. Sag mal, noch du was zu sagen, dein letztes Abschlusswort. Aloha, hey.